Alles klar. Denke ich mir gerade erst nur so, alles klar. Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Paper Mario Cosplays für Wii U. So, dass ihr wieder dabei seid, wie immer. Der Typ sitzt fast wie immer. Wie in den letzten beiden Parten auch von letzten Typ neben mir. Dies soweit als Info. Wie jetzt hört, hört ihr vielleicht mehr. Ja, so ungefähr. Nur, dass hier genau das Gegenteil ist, aber egal. So, da, das ist jetzt hier. Ach, das. Ah, das war der Wichtige. Das war der Schlüssel. Und es heißt, dieser Toad ist der Post-Toad, mit dem man einen Schlüssel bekommt. Heißt, die Retter-Toads sind jetzt erstmal unter. Jetzt erinnere ich mich wieder an alles. Das war der Postkarten. Das war der Toad, der gestempelt. Ah. Ich kapiere jetzt gerade alles wieder. Hat jetzt ein paar Tage gedauert. Aber jetzt kapiere ich wieder, wie es war. Wie ihr auch lesen könnt, wenn ihr schnell lesen könnt. Und wir rennen jetzt mal schnell hinterher zur Post. Happy. No, macht nichts. Da lag noch einer, aber egal. Ja. Den sollten wir noch schnell kümmern. Und wir zu den Retter-Toads da. Ja, ja, aber dafür, du schlägst sie, dass sie zum Leben erweckt werden, du schlägst sie nicht dafür. Dann wird er zum Leben erweckt, ne, genau. Naja. Und ganz wichtig, wenn ihr einen Typ mit so einer, wenn ihr einen Typ mit einem Schuh haut, dann stirbt er gleich. Wenn ihr einen Schuh habt, dann könnt ihr auch Leute drauf springen, die sterben dann, wisst ihr? Wenn ihr Mario auf YouTube findet, ihr habt alles aufgespielt. Du warst schon, dass die Firma Fans Mario Schuh herstellt. Welche Firma? Fans, V-A-N-S heißt die. Die stellt die Mario Schuh her. Kann man zum Beispiel ein paar seiner Karten kaufen. Nicht mal am Rande. Nice to learn. GameStop und so weiter. Nicht mal am Rande. So, jetzt müssen wir wieder doch zum. Nein, nein, nicht hoch. Wir waren schon da vor oben. Doch, da. Du musst weiter. Jetzt den Tor uns pressen. Ja, Post ist ja wirklich eine der wichtigsten Sachen auf der Welt. Weil die Toll nicht mehr gebraucht werden, weil es ja alles der Computer macht. Jetzt ist die Post wieder besetzt. Jetzt mal mit dem Tod, dann gibt er die Briefe. Mal wieder kommen, was nicht lesen. Macht nichts, ich mach's vielleicht immer so eine Zeitlupe. Luigi, warte mal. Hallo großer Bruder, das ist Luigi. Du weißt schon, dein Bruder Luigi mit der coolen Mütze. Warst du schon bei der Quetze? Die wurde gerade im Hafen von Port Prisma eröffnet. Da waren wir ja noch nicht. Du warst abgelegen, aber sehr nützlich. Ja, ne, das war der erste Schritt, der mir das letzte Mal gefehlt hat. Es kam nicht drauf, dass so ein der Post-Toad irgendwie auf dem Boden lag. Hast du gesehen, wie der hinaus ist? Ja. So, das Postcard drücken lassen. Ja, das hat so seine Vorteile, wenn man irgendwie aus Papier fest besteht. Aber auch ein Nachteil, ich meine, die VW wurden so aus Papier bestehen. So. Na, so wie beim einen Level mit dem Ventilator wäre nicht so nice, ne? So, ich glaube, wir müssen jetzt wieder zum Anfang zum Boot hin und dann da das Schild risten. Also, auf! Ja, aber da müssen wir noch ein paar Sachen machen. Machen wir erstmal das, was er uns befohlen hat. Nämlich das Boot zu. Zum Boot zu gehen und dann das Ziel zu richten. Los geht's. 13:54. Ja. So, hier soll irgendwo ein tiefes Schild sein.
wo ist hier ein tiefes Feld? Das ja, sieht aber voll so aus, ne? Ja, ja, geh mal zum... Genau. Ich drück jetzt einfach mal A. Ach, sieht nicht so aus. Okay, dann... Stand da bei der Quetze war es schon. Da war es schon! In Part 9. Da, das ist doch mal ein nicer Shop, ne? Irgendwie. Alles klar. Das ist ja irgendwas von die wollte so, weil man es am Ärger machen. Was heißt denn das? Das weiß ich nicht, was gerade mir dabei. Es ist mal erst. Okay. Kommentier du einfach mal weiter. Hallo? Also, der liebe Typ, der vorher weg ist. Ja, die gibt wieder voll ihr Leben. So, also übrigens nur bis halb drei seid. Das heißt, wir werden noch die halbe Dürre benutzen. Wieder hier hin. Quetzen. Und hast das Rätsel gelöst? Nee, er wird deine Zuschauer ziemlich scheiße unterhalten. Okay. Das werde ich dann relativ bald sehen. Ich habe schon so Befürchtungen. Ich habe eine komische. Hey. Sieht schön aus. Du brauchst Farbe, um mit Chlorolle einzufärben. Digga, nehm die Karten, bevor die weg sind. Die sind wichtig. Habe ich schon 5-mal gesagt, aber egal. Geh mal wieder zum Post-Tote, der hat jetzt wieder was zu sagen. Vermutlich. Das ist aktuell einer unserer wichtigsten Männer, bis auf die Lila Tote, die wir suchen müssen vom Retterteam. Okay, vielleicht hat doch nichts zu sagen. Nicht immer haben Leute was zu sagen, vor allem wenn es tot sind. Die haben ja grundsätzlich nicht so viel zu sagen wie Mario. Mario ist ja eh der Big Boss. Weil der ist der Freund von der Prinzessin Peach und die Prinzessin Peach ist eh die Prinzessin. Es wundert mich eh, dass die Prinzessin einfach mal in so ein Hotelzimmer geht
Und da ist nun Toad und keine Bodyguards und nichts, ne, ist normal. Das ist so eine richtige Prinzessin, die Prinzessin Peach. Ich glaube, der Toad will irgendwas. Das wurde dann nicht so komisch durch die Gegend wackeln. Er will das nicht mehr aus. Okay. Alles klar. Effektiv. Effektiv. Okay, das ist das leid. So, also an dieser Stelle beende ich den Part auch mal wieder hier. Das sind zu viel. Ich bin ein tolles Stunden Spiel. Denkt mal, komm, aber ist so. Ne, Leute, ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Es geht aber nicht weiter hier, ne? Ja. Wir werden jetzt den Part auch beenden. Dann können wir sehen, was wir machen. So, ich muss mal schauen, wie es weitergeht. Das braucht mehr Zeit, das rauszufinden. Aber wir werden dann demnächst weitermachen. Also die nächsten Tage. Mit dem Projekt. Wir werden vielleicht auch mal Livestream irgendwann eines Tages. Ist auch mal eine nice Idee. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Mario Sektor.